Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen Guten einfach Hallo zusammen. Morgen. Hallo zusammen. Ich bin Meron. Und ich bin Tessa. Ja, und diesen Sommer haben wir eine coole Sache gemacht und davon wollten wir euch ein bisschen erzählen. Und zwar sind wir mit dem Fahrrad von Bremen bis nach Oslo und zurückgefahren. Und nicht nur einfach Fahrrad, sondern Tandemfahrrad. Und unsere Erfahrungen würden wir gerne mit der Welt teilen. Ich würde gerne mit euch teilen, wie sieht kleine dänische Stadt, wie klein die Straßen sind, wie klein die Häuser sind. Fünf Tage nicht geduscht haben und uns selber riechen können und nicht wissen, wer von uns beiden am meisten stinkt. Genau, also. Soll ich dann sagen, dass ich aus Russland komme? Also, ich komme ursprünglich aus Russland und ich möchte mich im Voraus entschuldigen, falls mein Deutsch klingt nicht so geschmeidig, aber ich glaube, diese kleine Kartoffelchen, die macht das alles klar, falls es ein bisschen schief geht. Wir sind auf die Idee gekommen, dieses Jahr ein Tandem zu kaufen und das ein bisschen aufzupeppen und mit diesem kleinen, feinen Tandem bis nach Skandinavien hochzufahren, bis nach Norwegen, nach Oslo und... Innerhalb von 6 Wochen haben wir 4 Länder besucht und 2 Hauptstädte. Wir sind hier im Norden von Deutschland gestartet, in Bremen, und erst nach Dänemark gefahren, dann Dänemark quer rüber bis nach Norden, dann mit der Fähre nach Norwegen, dort einige Zeit, 1 Woche Pause in Oslo und dann rückweg durch Schweden gemacht. Erstmal eine kleine Vorstellung von unserem dritten Reisemitglied. Und zwar war das Rosi. Rosi ist ein ungefähr 2,5 Meter langes Tandem. Das haben wir tatsächlich gebraucht, auf eBay gekauft. Sind dafür extra noch Richtung Köln gedüst damals. Also, es ist unsere erste Fahrt. Hallo. Genau, ein bisschen testen und dann schauen wir mal, was muss repariert werden, was muss noch gemacht werden. Und alle Änderungen werden in den nächsten 2 Wochen gemacht. Und das hat uns fast sorgenfrei, die ganze Strecke begleitet. Man muss schon auch sagen, das Fahrrad an sich ist schon ein bisschen alt. Ich glaube, der ist so gute 20 Jahre alt. Dafür Rahmenaufstall, also das war super wichtig, glaube ich, dass das belastbar ist. Und für mich Kaufkriterium war, dass es zuverlässig ist und nie so schön aussieht. Aber dazu haben wir noch eine schöne Farbe bekommen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und dann hatten wir die hilfreiche Unterstützung eines Fahrradhändlers hier in Bremen. Ich fand das einfach echt cool, mit einem Bremer Laden zusammen zu kooperieren. Dass du das machst, nicht als ob du ein einziger Verrückter bist, sondern du auch zwischendurch den anderen diese Idee anbietest. Andere Verrückte triffst. Genau, genau. Und dann in dem Hinsicht war schon cool, dabei ein paar Leute kennenzulernen. Das stimmt. Was ist so attraktiv am Fahrradreisen? Gute Frage. Schaut selber. Gute Frage. Nächste Frage. Nummer 1 ist definitiv die Nähe zur Natur. Sprich, man steigt auf sein Fahrrad und man fährt los und ist quasi schon mittendrin im Erlebnis und nimmt alles hautnah wahr und riecht alles und spürt alles mit all seinen Sinnen. Oh Gott, ich bin bescheuert. Entschuldigung, aber da ist ein abgeschnittener Frosch, der Kopf ist ab. Vom Rasenmäher bestimmt, weil hier vor kurzem gemäht wurde. Und getrocknet. Ich glaube, an sich Fahrradfahren so cool ist, weil du schaffst, coole Abenteuer zu erleben, ohne groß dafür zu machen. Au! Mit den
Eine kurze Pause. Hm. Ich mag ruhig was. Schmeckt das? Da sind noch Rosen und die sind super unfreundlich. Also du kannst unterschiedliche Umgebungen einfach für dich entdecken. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, in kleineren Stadt zu fahren oder durch die Felder und Natur und so eine große Hauptstätte besuchen. Für mich nochmal ein besonderes Erlebnis, weil ich so etwas in der Art noch nie erlebt hatte. Im Grunde genommen das erste Mal ein tatsächlich wirklich nachhaltiger Reisemacher. Aber bisher meine Reisen immer irgendwie mit Flügen verbunden waren. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass ich wirklich von zu Hause aus gestartet bin und ganz langsam und alles ganz langsam wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Fahrrad kann man überall hinkommen, wo man zu Fuß gehen kann. Das bedeutet, dass du grundsätzlich in jede Ecke deine Nase reinstecken kannst und gleichzeitig zügig unterwegs sein. Es ist das richtige Tempo. Also es ist langsam genug, um alle Dinge wahrzunehmen und geschmeidig genug, um wirklich in jede kleine Ecke hinzufahren. Gleichzeitig schnell genug, um auch eine Distanz wegzulegen. Also schneller als zu Fuß und man kann schneller von A nach B fahren und doch noch einen kleinen Umweg nehmen, was man vielleicht zu Fuß gar nicht so machen würde. Vor allem in Europa, es gibt richtig vernünftige Infrastruktur und du kannst jederzeit dich entscheiden für den Tag, wo möchtest du hin, was möchtest du sehen oder möchtest du dann direkt fahren, ein bisschen schneller Ziele erreichen und gleichzeitig, du kannst auch ziemlich viele kleine schöne Sachen entdecken, die du sonst nie sehen würdest. Besonders einzigartig dieser Art des Tourismus ist oder dieser Art des Reisens ist es, dass man Teil des Ganzen wird. Das heißt, wenn man in das Dorf hineinfährt oder in die Stadt, wird man als nicht unbedingt als Störfaktor aufgenommen. Und dadurch entstehen ziemlich viele interessante Gespräche und Neugierige von Menschen und Unterstützung auch. Und die Leute auch kommen gerne vorbei und bieten irgendwie Hilfe an. Dinge haben dazu geführt, dass wir heute Abend ziemlich müde waren. Und dann waren wir kurz davor, uns ein kleines Schlafplätzchen zu suchen. Und waren sogar schon vor Ort bei kostenlosen dänischen Campingplatz. Und der Mann stieg aus und sprach uns auf Dänisch an, was wir denn hier machen würden. Und bot uns eine kleine Hütte an. Ich kann Russisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch. Mhm. Du kannst ein bisschen Spanisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch. Mhm. Und das ist halt keine Sprache, die passt für die Länder, die da oben sind. Ich habe heute noch gelernt, dass auf Dänisch Tag bedeutet Danke. Nicht Ja auf Polnisch, aber ist auf Dänisch Danke. Und zweite, auch wichtige Sache, dass wenn Sie mit Ihrem Schuh ins Wasser treten, schauen Sie bitte mal an, falls es salziges Wasser gewesen, irgendwo im See zum Beispiel, im Meer, mhm, dann brauchen Sie eben erstmal Ihre Schuh mit süßes Wasser ein bisschen abspülen, weil diesen trockenen Prozess geht viel schneller. Finde ich top. Wahnsinn. Highlight des Tages. Und was war das? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Winter unglaublich gemütlich ist. Guten Morgen! Guten Morgen, es ist schon 12 Uhr, glaube ich, oder wie spät ist es? Ja. Wie viele Karten hast du? Viel. Ey, das muss man zeigen. Das muss man nicht. Ah, das ist doch eine Ruhe mit meinen 2 Tieren. Oh mein Gott. Verkehr auf. Vielleicht haben wir gleich ein Beispiel. Die Dänen fahren so nah an den Fahrrädern vorbei, fahren nicht langsamer und nehmen absolut null Rücksicht, was manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ich habe gestoppt, weil vor uns ein Auto gestoppt hat. Das war so eine kleine Kreuzung in der Innenstadt und auf einmal fährt das Auto rückwärts. Mit einem alten dänischen Opa und seinem kleinen Peugeot oder was das war. Kollidiert. Auf jeden Fall ist es eine gute Zusammenfassung dazu, dass man in Dänemark auf dem Fahrrad mit den Autos gut aufpassen sollte. Scheint zu sein, dass in Dänemark jeder für sich, ne?
Ist uns alles gut, das Wetter heute ist wunderbar. Alleine kommt man schon richtig gut mit einem Thermoskanne aus, aber wenn man zu zweit reisen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Kochanlage empfehlen. Sehr cool, dass man mit der Kochanlage ein paar Mal am Tag warmes Essen machen kann oder einen schönen Kaffee morgen früh. Und das hat gerade bei an Tagen, wo es so nicht so besonders warm und schön und gemütlich war, das Ganze hat es die Stimmung aufgeheitert. Heute gibt es rote Beete mit Kichererbsen. Knoblauchhummus. Das war so eine besondere Erfahrung, für mich zumindest. Und zwar, dass Tessa auch sich vegan ernährt. Ich esse an sich alles. Ja, genau. Wie schmeckt so dein Kuchen? Wunderbar. Aber das ist auch interessant, was man so unterwegs kochen kann. Und meinetwegen haben wir das sehr gut geschafft, weil das Essen war nie langweilig. Wir haben ganze Lebensmittel mitgeschleppt nach Dänemark. Das Fahrrad ist super schwer. Und das Lebensmittel lohnt sich gar nicht mitzuschleppen, weil das ist eigentlich nicht zu teuer. Das ist keine große Unterschied, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt willkommen zu unserem Königreich. Und was ist hier so los? Waschen aller freier Natur. Ja. Wie bekomme ich ein weißes T-Shirt mit einem Stück Seife und Wasser, kaltem Wasser, wieder so weit, wie es vorher war? Eigentlich ist das T-Shirt gar nicht so. Nee, da muss man nicht halten. Also. Ich weiß, aber dann kriege ich so einen extremen Strahl. Riesenvorteil vom Shelter, dass du Wasser hast und dann kannst du alle Töpfe abspülen und Klamotten ein bisschen abwaschen und alles so ein bisschen sauberer halten. Und das Wasser kann man auch trinken, weil hier überall in Dänemark das Wasser ist auch sauber. Genau. Oh, so haben wir Freunde bekommen schon. Ich guck meine Haferflocken an, sondern brennt alles, ja? Wie gesagt. Alles klar, bis gleich. Und wieder ein weiterer See. Beim Fahrradfahren ist es auch interessant, dass du kannst jederzeit in den Zug steigen oder im Flugzeug und dann dein Fahrrad auch mittransportieren. Das ist ziemlich mobil und nicht zu kompliziert, damit zu reisen. Das stimmt. Pass auf hier, ne? Deutsche Bank, Deutsche Bahn. Nehmen die zwei Taschen vorne mit, da ist nämlich das Essen und die lassen alles, was so zum Anziehen gibt, hier. Außer deine Sachen muss man noch ein bisschen Wasser und Essen kaufen und deswegen ist es echt wichtig, dass du mit kleinstmöglichem Gepäck reisen kannst. Ich glaube, das ist das Hauptprinzip beim Packen, wenn die Sache kommt in die Frage, als ob das vielleicht wird gebraucht, vielleicht aber auch nicht, dann die Sache kommt einfach nicht mit. Ein paar Worte muss man schon zu dem Tandem an sich sagen, weil das ist schon ein bisschen andere Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich zweimal so effizient sein kann. Glaube ich ja, aber das muss ein anderes Fahrrad sein. Ja. Man sitzt in der Nähe voneinander und kann einander sehr gut hören und die Sachen mitteilen. Also viele Leute denken, dass der Hintermann beim Tandem hat gar keinen Spaß. Ja. Aber der hat einen krassen Windschatten. Dass man sich ziemlich entspannen kann. Der kann eigene Hände warm halten. Kein Wind hier hinten. Ich bin gut eingepackt. Nur Miron muss vorne leiden. Vorne sammelst du ganzen Wasser, Wind. Musst du die ganze Zeit halten, sodass die Tasche vorne irgendwie nicht
abspringen. Also der Vordermann hat definitiv mehr Verantwortung, was den Fahrstil angeht. Die Position beim Tandem hinten zu sitzen ist eine sehr entspannte Position, weil du zwar natürlich immer gucken musst, ob man richtig fährt, aber du hast halt wirklich die Sicht, die komplette Seitensicht und kannst dich nach hinten umdrehen und je nachdem kann man natürlich auch die Hände vom Steuer nehmen, beziehungsweise vom Lenker und das Wasser nach vorne reichen oder ein paar Fotos machen. Genau, das war mein Part. Der Braune ist witzig. Was geht? Frisst Heu und kackt mit Würfeln. Spannende Sache. Einzelne Wolke. Halbe Stunde. Und jetzt gibt's wieder. Aber da ist die Sonne. Da ist die Sonne. Super. Dadurch, dass wir uns keine festen Routenpläne gemacht haben. Sprich, wir haben keine Hostels, Hotels oder Unterkünfte gebucht vorweg. Und dadurch waren wir flexibel, was die Distanzen angeht. Heute haben unsere Körper nicht so diese Kraft, um 100 Kilometer zu fahren. Konnten wir auch mal sagen, okay, heute fahren wir nur 40 oder 50 Kilometer. Mhm. Es gab die Tage in Schweden, wenn wir so 3-4 Kilometer noch geschafft haben, weil es hat ständig geregnet und durch Wald könnte man nie so durchfahren. Das lehrt dich richtig, ein bisschen deinen Plan anzupassen, weil es gibt so viele Faktoren, die du nicht so im Voraus sehen kannst. Ich glaube, Linsen sind fertig. Ja, können wir die ruhig ins Container packen und dann ein bisschen noch Zwiebel anbraten. Hi. Hi, du dickes Ei. Super viel Würze an dein Essen bringt. Also du kannst noch ein so lahmes Essen haben, aber pack Knoblauchöl dazu. Ein ganz lahmes Essen mit dem Knoblauchöl. Guten Morgen. Das war unsere erste offizielle, richtige ganze Nacht in Norwegen und wir hätten es nicht besser antreffen können. Wir haben in dieser kleinen Hütte geschlafen dort und es war ziemlich spontan und überraschend. Eigentlich wollten wir irgendwo im Nationalpark hier in der Nähe schlafen,
Und es hat aber alles irgendwie nicht so geklappt und wir wollten noch ein bisschen weiterfahren, damit wir heute nicht so eine extrem lange Strecke bis Oslo haben. Und wir sind begeistert bisher von Norwegen. Ich meine, der Ausblick sagt schon alles. Diese Art von Reise ist es auch so sportliche Sache zum Teil. Und denn Sport ist kein Mord. Und vor allem, es hat so eine meditative, habe ich das Gefühl, Wirkung, dass du zwischen krassen Abenteuer, die du da erlebst, auch ein bisschen Pausen hast und dann kannst mit deinem Körper zur Ruhe kommen. Ja. War das anstrengend? Hey. Auf jeden Fall Morgenroutine. So Morgen-Warm-up. Oder Frühstück? Gut, ja, im Blut, niedrigen Zug. Das war körperlich anstrengend. An den einen oder anderen Tagen ein bisschen mehr, natürlich. Aber auch eine mentale Challenge. Also manchmal musste man natürlich auch irgendwie, wenn man nicht so gut geschlafen hatte, es kalt war morgens. Das erwartet schon auf den Bus. Weil es ist nicht so einfach, die Bergen die ganze Zeit hoch und runter zu fahren. Ein bisschen müde ist die am Ende. Nicht unbedingt an seine Grenzen zu kommen, aber schon seinen Körper ein bisschen herauszufordern, jeden Tag auf das Fahrrad zu steigen und sein Bestes zu geben und zu treten und eine Distanz zurückzulegen. Und dann war es natürlich gut, dass man zu zweit war, weil dann konnte man sich gegenseitig ein bisschen gute Stimmung machen, ein bisschen singen auf dem Tandem. Ich bin so müde. Möchtest du dich selber mal sehen? Möchtest du dich selber mal sehen? Ich möchte mich nie selber mal sehen. Dadurch, dass man jeden Tag Sport treibt, bleibt man fit. Aber wenn man nochmal so eine Reise machen sollte und vielleicht auch noch eine längere Reise, darf man wirklich nicht vergessen, dass man auch zwischendurch ein paar Yoga-Übungen macht, ein bisschen sich dehnt und zwischendurch auch mal Wanderungen unternimmt, einfach um eine Ausgeglichenheit der Bewegung für den Körper zu haben. Was hast du so gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich so 2-3 kleine Blaubeeren gegessen. Kleine Blaubeerfarm gibt's hier. Hier rein sieht man nie so deutlich wie dort. Aber okay. Was? Das ist Rosenkohl. Liegt noch schön eingekuschelt. Das ist doch unfair. Ich habe nur 2 Minuten mehr hier gegeben. Der rutscht der nach oben und läuft weg. Und ich sag mir immer wieder, ich bin volles Boden danach. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Hat es Fokus? Fokus ist da. Fokus Audio ist da. Verrückte Sache war das Zusammentreffen mit einem kleinen Wildschwein. Mitten in der Nacht, in der Hängematte, grunzte ein vielleicht ziemlich großer Stück. Großes Stück um uns herum.
Nordsee nochmal geschafft. Und in 3 Tagen wollen wir erstmal schwimmen im Ostsee und jetzt im Nordsee. Und jetzt freue ich mich darauf, dass wir fahren jetzt Inlandsrichtung, sodass es ein bisschen weniger Wind gibt. Unser kleiner Mittagsspot da unten. An diesem wunderschönen See. Hören Sie gut an. Wir haben hier was gekocht. Und hier ist wunderschöne Sicht drumherum. Besonders schön für mich persönlich waren die ganzen Zusammenkünfte mit den Menschen. Das waren nicht viele, durch Corona natürlich auch. Also Couchsurfing haben wir nicht so häufig benutzt. Mhm. Aber wenn wir es benutzt haben, die einige Male oder auch bei Freunden übernachtet haben, die uns ihre Betten zur Verfügung gestellt haben, dann waren es immer ganz besonders schöne Momente. 7:15 Uhr, 7:45 Uhr. Wir sind schon aufgestanden und ready to take off. Nein. Ich wollte nur erzählen, dass wir jetzt heute letzte Nacht bei Markus, Heidi und Esther übernachten dürfen. Und das hat wunderbar geklappt. Wir konnten im Wohnzimmer auf einer Aufblasmatratze schlafen und das Zelt eingepackt lassen. Und draußen hat es geregnet und wir hatten einen schönen dänischen Abend. Drinnen im Haus. Genau. Und alle müssen jetzt arbeiten, deswegen müssen wir heute früh raus. Aber das ist ganz gut, dann starten wir unseren Morgen auch mal früh. Fahren jetzt zu Lidl. Warum? Ein bisschen schlafen kann man auch. Die emotionalsten 2 Momente waren einmal das Ankommen in Oslo, weil das war so unser Ziel, bis nach Oslo und wieder zurück. Mhm. Da anzukommen und zu realisieren, wir haben es geschafft. Willkommen in Oslo. Was gibt's so Neues? Wir haben es tatsächlich lebendig geschafft, nach Oslo zu kommen. Du, 1025. Easy peasy. Bis zum Stadtzentrum in Oslo. Fühlt sich an, als wäre ich gestern Abend losgefahren. Alles klar. Wir sind über 1000 Kilometer gefahren in 13 Tagen. Nicht schlecht, würde ich sagen. Du, unfassbar. Das ist doch richtig cool hier. Außer Straßenbahn ist ein bisschen alt. Genauso wie in Kaliningrad, ne? Hallo, du Kleiner! Und natürlich ein riesen Highlight war, dass wir diese Möglichkeit hatten, zur Mitte von Norwegen zu fahren und ein bisschen in den Bergen rumzuwandern. Das ist einfach so cool da, es ist so unterschiedlich. Es ist nur wenige Stunden fliegen oder mit dem Auto fahren und das ist komplett andere Welt. So we are in Randell National Park today, in the middle of Norway, and I guess this is exactly what we're here for, to see the mountains, to enjoy a bit of fresh air.
etwas andere Unterhaltung, ein anderes Abenteuer. Ja. Hallo. Hey. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wir sind 3 Meter zu hoch von 2000. 2003? 2003 Meter, ja. Kein, ne? Kein Stopp. Keine Pause mehr. Abmarsch. Los geht's. Clouds and pretty sharp hail. We're on the place. Left we are in the clouds. People are there. Crazy things. Unsere erste Nacht in Schweden haben wir erfolgreich überstanden. Wir sind direkt am See und es ist ganz schön windig heute Nacht gewesen und ein bisschen kalt. Wie geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Ich hatte eine warme, gemütliche Nacht. Die Luftmatratze ist repariert und es gibt lecker Couscous mit Mais und Tomaten. Ja, das ist klar. Und lecker Kaffee. Wo geht's heute lang? Heute geht's nach Tölhätta. Mhm. Und von da aus weiter nach Güte. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich frisch, fit und nicht bereit, heute den Tag zu starten. In der wir letzte Nacht übernachtet haben. Hier kurz vor Göteborg ungefähr bei Suro. Sieht so aus. Da. Kleiner Feuerplatz, wo wir gestern Abend noch ein Feuer haben konnten und dann kam leider schon der Regen. Und hier, das ist die Hütte. Da haben wir unser Zelt aufgebaut. So ist die Lage direkt am Wasser. Perfekt. Hallo! Thank you.
Dennoch würde ich aber sagen, dass egal wie häufig man mit dem Fahrrad gefahren ist und wie häufig man diese Art der Reise schon erlebt hat, es ist halt immer wieder ein neues Abenteuer. Jeder Tag ist anders. Jede Tour ist dementsprechend anders. Also ich denke, dass man die verschiedenen Fahrradreisen, die man vielleicht irgendwann gemacht hat, auch alle mal gut auseinanderhalten kann, weil es immer etwas Besonderes ist oder immer unterschiedlich. Sweden got no chill. They just keep jumping in the rain in the summer on the grass with a ski. Looks fun. Alter Falter, was für eine Unterhaltung ist das? Sehr cool. Es ist etwas Neues hier. Hier kann man so ein bisschen Archipelag sehen. Also diese Art von Gelände und kleine Inseln. Und ein bisschen von schwedischer Architektur. Vier unterschiedliche Dorftoiletten. Wir sind auf dem Weg, also dem Kattegat-Weg. Kattegat-Läden. Kattegat-Läden, es ist einfach Westküste von Schweden. Geht von oben nach unten. Bis jetzt sind wir ziemlich zufrieden mit ersten 15 Kilometer hier. Alles gut. Nein. My precious. Nee. Miro hat einen kleinen Stash-up. Kleine Mittagspause. Yum, yum, yum. Schlafplatz am Strand in Björkhagen in Schweden. Okay, es ist soweit. Wir kleben den letzten Sticker auf. Mit Spucke ist so gut. Ausgeliehen? Nein, den habt ihr extra gekauft. Und wenn man mal 3-4 Tage schon nicht mehr geduscht hat auf Fahrradreisen, dann steckt man den so in die Nase. Und dann ist alles wieder gut. Und immer noch 2 weitere Tage nicht duschen. Willkommen in Kopenhagen. Guten Morgen. So, ganz schnelles Update. Wir haben 2 Nächte in Kopenhagen gemacht, weil es so kalt war und wir das Gefühl hatten, noch nicht alles gesehen zu haben.
und wir gestern Abend super müde waren und nicht noch weiterfahren wollten. Deswegen haben wir letzte Nacht noch mal hier geschlafen am gleichen Platz. Erzähl ihm ganz ehrlich, wie geht's deinem Popo ohne... ohne zu lügen? Ohne irgendwie das Schöne zu beschreiben. Der Popo hat so weh. Das fühlt sich an, als würde ich auf... Als hätte ich keinen Popo mehr. Als würde ich auf den Knochen sitzen. Einfach auf den Kuchenknochen jedes Mal draufdrücken. Und halt so, wäre alles offen hinten. Aber es ist eine perfekte Mischung aus Schweiß, Reibung und einfach jeden Tag 90 Kilometer. Fahren und keine Ahnung, 7 Stunden sitzen. Und dann natürlich die Ankunft wieder zurück hier in Bremen, als wir am Domplatz mit dem Tandem ankamen. Herzlich willkommen in Bremen. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Wie viele Kilometer sind wir? Wir sind heute gefahren 125, 126 fast Kilometer. Und insgesamt, das macht 2373 Kilometer. Innerhalb 6 Wochen. Ich glaube, das war ein guter Fahrt. Es war ein sportlicher Urlaub. Finde ich auch. Zum Teil auch viel Glück gehabt. Zum Teil auch das ziemlich professionell gemacht. Richtig wenig Sachen gepackt. Und am Endeffekt haben wir das sehr, sehr sicher und schön geschafft. Und deswegen das Gefühl hier ist auch super angenehm, beruhigend und ein bisschen emotional. Fazit? Fahrt überall mit dem Fahrrad. Es ist nachhaltig, es ist autonom, es ist ein Riesenabenteuer, eine super selbsterkennende, eine super... Ob das Tandemfahrrad ist oder Einzelfahrer, das ist völlig egal. Ich glaube, dass es diese nachhaltige Art von Reise kann richtig viel Spaß machen und dafür braucht man eigentlich nicht zu viel. Jeder in eigenem Körperzustand das anfangen kann. Mhm. Low Budget, es ist ziemlich witzig und cool, das ist interessant, man lernt viel Neues dazu und zwar man lernt auch über viel sich selber, eigene Körper und eigene Charakter und Gewohnheiten, man bekommt ein cooles Training. Die ganze Reise haben wir auch ganz gut in Instagram berichtet und Fotos hochladen und Geschichten und das war alles up to date dort. Es ist immer noch richtig guter Content, es ist immer noch gespeichert da. Also wenn ihr Interesse daran habt, schaut ihr mal einfach Instagram. Gut, dann viel Spaß euch. Fragen? Wir hatten eine ziemlich witzige, aufregende, abenteuerreiche Zeit auf unserem Tandem und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zumutigen. Wir konnten eure Reiselust, eure Fahrradreiselust ein bisschen steigern und ihr seid ein bisschen getriggert und ja, macht euch auch irgendwann mal auf den Weg und düst auf den Radeln los. Macht euch einfach auf den Weg. Ja. Genau. Ich freue mich auf euer Feedback. Hoffe, das hat Spaß gemacht. Für uns ist es auch eine richtig tolle Erinnerung. Und so gut zu wissen, dass wir es geschafft haben. Und dass Rosi noch lebt und dass wir noch leben. Safe and sound. Seniora, das ist autonomo, das ist witzig und interessant. Sport. Mhm.
Wie würde man das sagen? Ich hab Geld. Ich hab, wenn es nicht egal, ich hab Polizei. Pause.